Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer von Eichhorn, begrüße Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 296. Eichhorn-Wanderung am Montag, dem 11. Jänner 2021. Heute ist wieder ein Datum für Zahlenmystiker, 11.01.2021, der 11.01.2021. Ich stehe nicht auf dem Eichhorn, sondern ich sitze in der Studierstube, aber die Tür ist offen und die kalte Luft des Eichhorns stürzt hier herunter und kühlt angenehm, erfrischend in der Studierstube. Kalt ist mir nicht, denn ich habe einen sehr warmen Wollpullover, Strick-Wollpullover mit Schafwolle an. Den habe ich übrigens geschenkt bekommen in Neuseeland. Ein sehr schönes Geschenk nach einem Konzert mit dem New Zealand Symphony Orchestra in Napier. Das ist die Stadt, die ja Anfang der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts einmal von einem Erdbeben zerstört wurde und dann als Art Deco-Museum quasi wieder aufgebaut wurde. Und dort habe ich diesen Pullover bekommen von einem Mitarbeiter der Hillary-Stiftung. Keine Sorge, es hat nichts zu tun mit der amerikanischen Politik, sondern gemeint ist die Stiftung von Sir Edmund Hillary, dem Erstbesteiger oder einem der beiden Erstbesteiger des Mount Everest. Hillary, der ja am 29. Mai, glaube ich, war es, 1953 gemeinsam mit dem Sherpa Norgay, Tenzing Norgay, als erster Mensch oder zusammen mit Norgay eben als erste Seilschaft auf dem Mount Everest, auf dem Gipfel des Mount Everest gestanden ist, hat es lebenslänglich versucht, den Sherpas, den Bauern in Nepal zu helfen und hat diese Stiftung eben ins Leben gerufen, wo er die Produkte der Bauern im Himalaya-Gebiet weltweit vertrieben, vermarktet hat. Und so schützt mich heute noch der warme Pullover, den ich vor 23 Jahren in Neuseeland von der Hillary-Stiftung bekommen habe. Heute, vor 13 Jahren, war übrigens der Todestag von Sir Edmund Hillary und als großer Freund des Bergsteigens und als Verehrer von Hillary und natürlich auch als Wanderkollege, mehr oder weniger, von Sir Edmund Hillary, werde ich heute eine Gedenkminute für den Erstbesteiger des Mount Everest machen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen Abend des 11.01., vielleicht mit ein bisschen Freude an einigen schönen Bergfotos oder der einen oder anderen Bergsteigergeschichte.